Das Etappenziel kann sein, dass du einfach nur ein Gespräch möchtest mit 2, 3 weiteren Personen aus dem Kundenkreis, die sehr viel mehr noch zu sagen haben oder noch sehr viel mehr Budget haben. Hallo und herzlich willkommen, dein Thomas hier von Klein Marketing Consulting. In diesem Elite-Training haben wir nun schon das eine oder andere gelernt und hier schauen wir uns nochmal das Thema an, Etappenziele. Und ich sehe das halt auch immer wieder auch auf Webseiten, online bzw. auch offline in Verkaufsgesprächen bei ehemaligen Kunden, Bestandskunden etc., dass hier zu schnell zu viel gewollt wird. Ganz besonders im B2B-Commerce, High-End-Segment, ja, dass man so mal, wo man so 6-7-stellige Beträge dann sozusagen mit dem Kunden auch umsetzt. Ja. Dort gilt eigentlich letztendlich, grundsätzlich gilt das Prinzip immer, aber dort ist es eben wesentlich ausgeprägter als jetzt sozusagen im Consumer-Bereich, wo du Produkte verkaufst im zweistelligen Bereich oder sowas. Und das ist jetzt, ich verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Ja? Immer nur den nächsten Schritt, fokussiere dich darauf, selbst wenn du jetzt in einer Einwandbehandlung bist oder im Qualifikationsgespräch telefonisch zum Beispiel und du bringst den Kunden tatsächlich dazu, dass er weit ausholt, was sie alles erreichen wollen, alles umstellen wollen, alles verändern wollen in ihrem E-Shop, in ihrer IT-Infrastruktur, in ihrer IT-Security, in ihren ERP-Systemen, in ihrer Logistik, in ihrer Produktion, you name it, ja, komplette Digitalisierung, teilweise hast du mit CDOs Gespräche, da wo es wirklich um alles Gott und die Welt geht, dass du den Kunden immer wieder einfängst, ja, sehr, sehr wichtig, und dich fokussierst auf das, was du als nächstes willst, als was ist dein nächstes Etappenziel. Dein nächstes Etappenziel kann sein, dass du erstmal den Kundennutzen so rüberbringst, ja, dass er einfach nur noch kaufen will. Ja, dass du, nächstes Etappenziel kann sein, dass du ihn einfach nur mal einen kleinen Workshop verkaufen willst. Sagen wir mal, nur für einen halben Tag oder für 3 Tage oder für 4 Tage oder sowas. Ja. Es kann, als nächstes Etappenziel kann sein, dass du einfach nur ein Gespräch möchtest mit 2, 3 weiteren Personen aus dem Kundenkreis, die sehr viel mehr noch zu sagen haben oder noch sehr viel mehr Budget haben. Ja, wenn du zum Beispiel bottom-up bist, wenn du top-down telefonierst, zum Beispiel akquirierst und du bist schon mit der höchsten Instanz im Gespräch, ja, zum Beispiel, dann geht es meistens noch leichter, weil klar, wenn der jetzt sozusagen einen Untergebenen, also einen Mitarbeiter, sagt, du hast so hier mal kurz Zeit, ich möchte dich mal kurz hier dem vorstellen, den IT-Experten, die haben paar coole Ideen und so weiter, wie wir unsere IT-Landschaft optimieren können, denn dann wird der Mitarbeiter nicht Nein sagen. Ne? Umgekehrt dauert es meistens ein bisschen länger, aber funktioniert auch häufig ganz gut, dass du dir Verbündete machst, ne, von Bottom-up. Ist vielleicht auch nochmal ein Thema für ein anderes Video. Thema Entscheiderstrukturen und so weiter. Hast wahrscheinlich auch schon ein paar Videos dazu bei mir gesehen. Ja, wichtig hier ist zum Beispiel, dass du halt letztendlich, du willst ja was verkaufen und du willst auch relativ schnell auf zum Punkt kommen, dass du was verkaufst, denn wir kennen ja die Regeln, es ist 6-mal wahrscheinlicher, dass ein Kunde kauft, wenn er schon mal was bei dir gekauft hat. Ja? Aber du willst halt natürlich hier auch nicht den Kunden zu sehr pushen und mit ihnen sozusagen ihn mit Kosten konfrontieren, ja, die noch gar nicht relevant sind. Ja? Das heißt, du musst erstmal nur den nächsten Schritt verkaufen und so ein bisschen ausloten, ja, was ist der Kunde jetzt letztendlich aktuell bereit, de facto jetzt, hier und jetzt zu investieren, zu bezahlen. Ja? Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, die 7 Grundvoraussetzungen, dass der Kunde kauft. Wenn du das Video nicht gesehen hast, sofort zurück und das Video nochmal schauen. Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass er eben Budget hat und auch die entsprechende Budgetgröße, um bestimmte Lösungen, Produkte eben einkaufen zu können bei dir als IT-Experte und Dienstleister und Berater. Und wenn er das eben nicht hat, dann sollte er schon gar nicht in dem Beratungsgespräch sein. Wir sind jetzt hier sozusagen bereits im Beratungsgespräch, wo du eben die Etappenziele mit den Kunden auslotest, ja, und ihn eben in der Regel schon mal einen Workshop oder irgendwas anderes verkaufen möchtest. Ja. Vielleicht ab
aktuell, es kann 4.000 Euro sein, kann 10, 12, 30, 60.000 Euro sein. Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, wo du dich gerade bewegst mit deinen Lösungen und deiner Zielgruppe und so weiter, was du anbietest. Das kann ich jetzt so nicht wissen, ohne mit dir persönlich vorher gesprochen zu haben, ganz klar. Und dann ist es wie so eine iterative Schleife. Du machst es dann immer wieder und immer wieder und die Kreise werden immer größer und das Budget wird dann hoffentlich auch immer größer. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Kunden zusammenarbeite, wir machen ein Pilotprojekt für 6 Monate, mal so starten, wenn wir operativ mit einem Kunden zusammenarbeiten, 6 Monate für, sagen wir mal, 150-Stunden-Paket, wird dann eine Ressource bei uns gebucht, die eben hier Telefonakquise macht oder irgendwas anderes. Und wenn das eben erfolgreich war, nach den 6 Monaten wird eben eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte hinzugebucht, je nachdem, wie viel Budget eben vorhanden ist. Und das sind dann sozusagen iterative Schleifen. Also ich habe schon Teams aufgebaut über mehrere Monate, ein Jahr hinweg, die waren dann 12, 15 Personen groß. Aber wir haben auch immer erst mal mit 2 angefangen oder mit einer. Also normalerweise immer erst mit einer, dann 2, dann 4, dann meistens verdoppelt 8. Und dann 16, und dann ist meistens das Team schon groß genug, Und da müsste man nochmal neue Teamleiter einführen und nochmal mehrere Teams machen und so weiter. Aber das ist jetzt nicht das Thema dieses Videos. Also ganz, ganz wichtig, dass du immer Etappenziele dir vorweg ganz klipp und klar in deinem Kopf setzt, was du jetzt hier und jetzt mit diesem Call, mit diesem Gespräch, mit diesem Beratungsgespräch, was du gerade eben führst oder planst, erreichen willst und dich immer wieder darauf fokussierst, zu 100%, auch den Kunden immer wieder einfängst, wenn er zum Beispiel nach links und nach rechts ausschert. Weil es bringt nichts, wenn du mit ihm über Gott und die Welt telefonierst, über 10.000 Themen, die in den nächsten 3 Jahren irgendwie stattfinden, wenn du halt dann nicht sozusagen konkret wirst mit ihm, dass halt endlich mal sozusagen der nächste Schritt passiert, dass er Geld in die Hand nimmt und mit dir eben einen Workshop kauft. Und wenn du eben merkst, dass er dazu absolut nicht bereit ist, dann musst du halt möglichst schnell schauen, dass du ins nächste Gespräch kommst. Dann ist eben dieser Kunde aktuell noch nicht so weit, weil er eben diese 7 Grundvoraussetzungen, um einen Kunden abschließen zu können, noch nicht erfüllt. So, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ganz, ganz wichtig nochmal ist auch, wenn du viel über online machen willst, auch im B2B, bist du IT-Experte, Dienstleister oder Berater, machst eine Landingpage und so weiter, da höre ich halt häufig immer wieder, auch ähnlich wie so ein Beratungsgespräch oder so ein Qualifikationsgespräch aufgebaut werden sollte, dass die Leute anfangen, wir können, wir haben unsere Story, tralala, tralala, tralala. Storytelling, alles schön und gut, aber alles zu seiner Zeit. Erstmal, wenn jemand frisch auf deine Webseite kommt, oder dich auch schon ein bisschen kennt oder so, aber letztendlich das Erste, was ein Kunde, der hat nur ein paar Sekunden Zeit oder sowas, besonders die hochkarätigen Entscheider, die schauen dann deine Webseite an und den interessiert nur eins. Ich habe ein Problem, sind wir wieder bei den 7 Kriterien, 7 Grundvoraussetzungen. Ich habe ein Problem, ich suche eine Lösung, hat dieser Dienstleister, dieser Experte eine Lösung für mein Problem? Und danach werden dann Fragen beantwortet, wie zeitnah können dieses Problem gelöst werden, wie viel kostet dieses und so weiter und so weiter. Das ist immer das Gleiche, letztendlich ganz gut, es gibt dann schon komplexere Situationen, aber letztendlich im Kern ist es relativ simpel und immer das Gleiche. Das heißt, ein Kunde kommt auf deine Webseite und liest erstmal, wir haben, uns gibt es seit 1990 und so weiter, und das ist keine Sau. Dann kann schon sein, dass er wieder weggeklickt hat, weil er einfach nur ein Problem hat und er sucht die Lösung. Er will wissen, soll sowas stehen wie, wir sind die Lösung, wenn du gerade ein Problem hast, zum Beispiel in der Optimierung von Marketingkampagnen oder irgendwie sowas. Hast du auch gerade ein Problem? Und dann liest er das durch. Oder zum Beispiel, mein Gott, was gibt es da noch? Diese Methode bringt dir 3, 4, 5 Neukunden am Tag oder sowas. Dann liest der Kunde das, okay, ich habe ein Problem mit Neukunden, okay, diese Methode, okay, das könnte mein Problem lösen, ich lese weiter. Oder ich trage mich ein oder was auch immer. Dabei, zu dem Zeitpunkt weiß ich noch gar nicht, überhaupt keine Details über die Person, beim Experten, woher der kommt, wie lange der schon im Markt ist, interessiert erstmal niemanden.
Okay. Cool, ja, das soll es gewesen sein, also immer nur Etappenziele und welche die genau sind. Am besten weißes Blatt Papier hernehmen, ja, und dir mal runterschreiben, ja, mit einem fetten Stift. Dir mal 5 Minuten Zeit nehmen, ist deine Hausaufgabe bei dieser Lektion. Und was sind deine Etappenziele? Wie möchtest du den Kunden Schritt für Schritt heranführen an dein letztendlich Endziel, welches ja sozusagen eigentlich niemals stattfindet? Weil es sollte ja immer weitergehen sozusagen. Vielleicht irgendein Abo-Modell sozusagen, dass du lebenslangen Kunden dann hast, ja, einen nicht mehr ausbaufähigen oder was auch immer dein Endziel ist. Und was sind die ganz konkreten Schritte dahin? Mach dir mal Gedanken über dein Angebot und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Happy Hunting. Dein Thomas Klein, bis gleich. Tschüss.